Bettina Tietjen ist da. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch. Sehr. Es ist sehr schön hier. Also so besonders. Es sieht nicht aus wie die Studios, die man sonst so kennt. Wie lange ist es her, dass du das allererste Mal in eine Kamera moderiert hast? Ich glaube, es war 91. Müsste 91 beim... Und nee, sogar noch ein bisschen früher. Es war, glaube ich, 90 schon beim RIAS. Ich habe ja bei RIAS TV angefangen. Und da wurde ich etwas gecoacht. Und das waren so die Anfänge. Die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Fernsehen zu moderieren, weil, glaube ich, jemand ausfiel. Und ich hatte nur Radio gemacht bis dahin und natürlich Zeitung ganz viel. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Und dann haben sie mich ein bisschen gecoacht und das war nicht lange. Ich war sehr aufgeregt und dann haben sie mich gleich auf Sendung gelassen. Und weißt du noch die allererste Moderation? Was ich gesagt habe? Nee, wie es war. Schrecklich. Schrecklich. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Das war Frühstücksfernsehen live. Ich glaube, das dauerte 3 Stunden. Und ich habe da, mein Mann sagte im Nachhinein immer, ich sah aus wie so ein Kaninchen vor der Erschießung, das man auf dem Stuhl festgetackert hat, mit vor Angst schreckgeweiteten Augen. So ganz ich sah blass. Ähnlich aus bei meiner ersten Moderation. Ja, man hat ja Angst. Also ich hatte natürlich Angst, die Kamera tut einem ja nichts. Das wusste ich aber damals ja noch nicht. Und man nimmt sich irgendwie so viel vor. Ne? Man denkt so, oh, ich mache das so und ich sag das und das und ganz entspannt. Und letztendlich stehst du da und machst das irgendwie nur wie ein Maschinengewehr, um irgendwie durchzukommen. Genau. Genau, man denkt immer nur, es soll ganz schnell vorbei sein. Ja. Gott sei Dank ist es bei dir nicht ganz schnell vorbei gewesen. Du bist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre dort und immer wieder gern gesehen. Bei all den Shows, die du machst und gemacht hast, welche war denn dir die liebste? Ach, das kann man nicht so sagen. Ich mache ja sehr viel und ich mache ja immer nur das, was ich gerne mache. Sehr gut. Also ich entscheide das immer, wenn mir was nicht gefällt und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht, dann höre ich ganz schnell wieder damit auf, weil ich finde, Arbeit soll ja Spaß machen. Es soll ja so ein bisschen sich wie ein Hobby anfühlen. Ja, und, im Idealfall. Ja, und deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, welche mir die liebste ist. Das, was ich momentan mache und schon sehr lange ja eigentlich mache, mit Menschen reden, einfach nur talken, quatschen, mich unterhalten, das mache ich am liebsten sowieso, auch ohne Kamera. Und das mache ich ja in unterschiedlichen Formaten, also mal mit mehreren, mal nur zu zweit, mal im Fernsehen, mal im Radio. Und das ist die ideale Kombination eigentlich. Ich mache das alles sehr gern. Und wenn da heute junge Frauen, junge Mädchen draußen sagen, ich will auch Moderatorin werden, was würdest du denen als besten Tipp mitgeben? Das nicht so, erstens mal nicht so verbissen verfolgen, dieses Ziel. Also ich wollte nie Moderatorin werden. Ich wollte einfach das hat ja gut geklappt. Ja, ich wollte Journalistin sein. Und das, weil ich neugierig war, schon immer auf Menschen, auf Themen, auf irgendwelche Zusammenhänge. Und das habe ich einfach gemacht und bin so zufällig mehr ins Radio und ins Fernsehen geraten. Also ich würde sagen, so Ziele so sehr, sehr ehrgeizig und verbissen verfolgen ist nie so gut. Da wird man verkrampft. Aber wenn man das wirklich gerne möchte und ganz früh den Wunsch schon hat, Moderatorin zu werden, dann sollte man einfach sich erstmal so ein bisschen journalistische Kenntnisse aneignen. Weil ich finde, moderieren bedeutet nicht nur, vor einer Kamera zu stehen, gut auszusehen und irgendwelche Texte abzulesen, die jemand anders geschrieben hat. Also das verstehe ich nicht unter Moderatorin oder unter Moderator. Man sollte schon lernen zu schreiben, das journalistische Handwerk, ob das bei der Zeitung ist oder woanders. Und dann gucken, ob man so ein Talent hat, vielleicht auch mit anderen Menschen umzugehen und sich auf andere Menschen einzulassen. Und ob man vor allen Dingen auch vor der Kamera Talent hat. Das merkt man relativ schnell, ob Menschen vor der Kamera sich natürlich verhalten. Ich finde, wenn man das nicht tut, weil man immer daran denkt, da ist jetzt einer, der ganz viele gucken zu und gucken ja, sich 1, aus. Ja, 1,5 Millionen Leute gucken mich ja, genau, so wie jetzt. Ich meine, Millionen gucken uns hier. Ja. Ne? Also, deswegen, also wenn ich jetzt immer darüber nachdenken würde, mein Gott, wie sehe ich aus? Ja, glänzig, bin ich dick, was weiß ich, sitze ich gerade? Das sollte man nicht tun. Man sollte nie, während man vor der Kamera ist, darüber nachdenken, wie man wirkt. Dann ist man nicht mehr man selbst. Man muss authentisch sein. Und wenn man das kann, dann hat man Talent. Und was war der schlimmste moderative Moment für dich? Da fällt mir natürlich als erstes Jenny Elvers ein. Weil ich war hatte das so krass? Ja, es war schon für mich sehr unangenehm, weil ich habe mich noch nie vorher erlebt, dass jemand völlig betrunken war. Und das habe ich ja leider auch gar nicht vorher gemerkt, sondern erst in dem Moment, während der Sendung, während der Live-Sendung. Ja. Und wenn du da sitzt und willst ein Gespräch führen und merkst auf einmal, oh Gott, die ist ja völlig betrunken, die ist ja gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig, dann weiß man eben nicht so richtig, wie man reagieren soll. Ich habe ja gern die Situation im Griff.
Und da habe ich gemerkt, es wird sehr schwer, das im Griff zu behalten. Und ich habe dann immer gedacht, vielleicht merkt das ja keiner. Ich habe immer versucht, so zu reden, als wäre gar nichts. Und das ist ja grandios daneben gegangen. Ich habe es natürlich auch gesehen damals. Ich habe aber mehr mit Jenny mitgelitten als mit dir. Ja, das hat mir auch furchtbar leid. Habt ihr euch danach nochmal gesehen? Habt ihr euch darüber mehrfach. Sie war schon mindestens zweimal seitdem bei mir in der Sendung. Ja, sie nimmt mir das auch nicht so übel. Also es ist einfach so passiert. Glaube ich, aber hat sie sich... Ich möchte nicht sagen entschuldigt, aber nee, hat sie das irgendwie geklärt? Ja, doch, sie hat gesagt, das tat ihr auch irgendwie leid, dass sie mich in diese Situation gebracht hat. Und sie hat auch gesagt, dass sie im Nachhinein sehr froh ist darüber, dass das passiert ist, weil es ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Ja. Wenn das nicht passiert wäre und diese wahnsinnige Öffentlichkeit danach nicht gekommen wäre, dann hätte sie weiter getrunken und das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Also so ein Moment ist nicht schön, aber es gibt natürlich auch so Momente, wo man merkt im Gespräch, das läuft nicht. Ne? Ja. Also, und das ist so... ist mir heute relativ egal. Wenn es nicht läuft, wenn ich merke, jemand ist komisch, dann schlage ich so viele Haken und rede so lange, versuche es auf so unterschiedliche Art und Weise, bis der dann doch irgendwie was sagt. Kenne und das nicht. Kennst du. Ja. Es ist eine Frage der Erfahrung. Ja. Aber früher war ich dann aufgeregt und wusste, also ich weiß noch, einer meiner ersten Interviewpartner damals beim RIA, das war, glaube ich, Klaus Töpfer, da war der schon Minister. Und dann hatte ich ganz viele Karten mit ganz vielen Fragen und wollte den Minister interviewen und habe immer nur gedacht, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich habe nur gedacht, hoffentlich redet der ganz, ganz lange, damit ich nicht mehr so viele Fragen stellen muss. So. Das sind so Anfängerfehler. So wahnsinnig nervös eben. Und das hat sich halt dann irgendwann gegeben. Es gibt sich, ne? Auch hier in der Web-Talkshow gab es schon 2, 3 Gäste, die leider etwas restalkoholisiert da waren. Ja, wer denn? Und da ist natürlich auch schwierig. Ich freue mich natürlich über jeden Gast, der hier ist. Aber da würde man natürlich auch am liebsten sagen, sag mal, ist es denn ernst, dass du hier gleich im Interview bist und du glaubst, du kriegst das hin? Weil du kannst dir ja selber vorstellen, wenn die irgendwas zu bewerben haben oder sich präsentieren, das ist nicht so leicht, wenn man... Also ich trinke seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr, aber ich erinnere mich auch, dass du bist ja nie auf 100%. Nee, du bist schon... Also bei der Jenny Elvers, die wollte ja auch was verkaufen, die wollte ja ihren Schmuck verkaufen. Den sie dann, glaube ich, noch gemalt hat. Genau, sie hat ja immer nur so im Kreis, mit dem Bleistift, immer im Kreis. Und ich habe dann immer noch versucht, was zu erkennen, habe mir gesagt, das sieht schon ganz gut aus. Ja. Das ist schon peinlich. Also ist... Passiert, ne? Menschen sind Menschen. Menschen sind Menschen. Letztens war die wunderbare Jane Comerford bei dir zu Gast. Ja, die war auch hier, ne? Ja, sie war auch hier. Und sie hat bei euch, No No Never auf der Ukulele gesungen. Ja, toll war das. Das war so toll, ich habe das gesehen, das war so schön. Noch schöner ist aber der Moment, wenn man sieht, dass bei dir, jetzt geht's richtig los. Ich glaube, du hast einmal kurz versucht mitzusingen und dann bist du direkt aufs Klatschen übergegangen. Und es war so schön, dich zu sehen, wie sehr du dich gefreut hast. Ja, und ich liebe ja Jane, weil wir uns ja ganz, ganz lange kennen. Ja, hat sie erzählt, dass sie uns gecoacht hat. Ich habe sie danach nochmal getroffen und da hat sie ein bisschen erzählt. Genau, sie hat mich und Eva Herrmann damals ja gecoacht für unsere CD. Ach, und schön. Ohne Jane wäre diese CD nie erschienen, weil wir ja überhaupt kein Gefühl dafür hatten, wie man singt und wie man richtig einen Ton trifft. Und die hat sich wirklich mit uns abgearbeitet. Hat sie auch erzählt, das war mein Lieblingsmoment in dem ganzen Coaching, wie ich bis nach Mitternacht mit ihr immer wieder dasselbe Lied, immer wieder dieselben Töne geprobt habe und immer haarscharf daneben lag. Ich konnte einfach nicht mehr. Und irgendwie hat sie gesagt, Bettina, geh ins Bett. Auf eine tote Pferd schlägt man auch nicht länger an. Das werde ich nie vergessen. Das Schön, ist so groß. So gelacht. Ja. Dass du eine CD gemacht hast. Ja. Das ist jetzt schon ein paar Jahre, 2003? Ungefähr? Ja, 2001, weißt du wahrscheinlich besser als ich. Hast du das noch so, jetzt haben wir drüber gesprochen, aber hat man das noch so vor Augen? Ach stimmt, die habe ich auch gemacht. Das war toll, das war was ganz Besonderes. Aber ist das jetzt so auf deiner, ach das war ganz nett Liste oder müsstest du da weitergucken? Weil dir passiert so viel, du sprichst mit so vielen tollen Leuten. Nee, das war schon was Besonderes, also mit CD und das hat auch Jane gesagt damals. Wir dachten natürlich, das ist der Beginn einer ganz, ganz großen Gesangskarriere. Und Jane hat gesagt, das kannst du noch deinen Enkelkindern erzählen, ich habe mal eine CD gemacht. Und da habe ich gesagt, wie eine? Ich dachte, wir machen auch ganz viele. Aber sie hat damals, glaube ich, schon gemerkt, naja, das wird sich schon auf dieses eine Projekt begrenzen, weil man ja auch eigentlich gar nicht die Zeit hat. Man muss da so viel Zeit und Arbeit reinstecken und auch Herzblut, dass das gut wird. Und da musst du auch promoten, musst du auf Konzerte gehen und musst ins Fernsehen gehen. Und das schaffst du nicht, wenn das so nebenbei einfach läuft. Aber es war toll, war ein tolles Erlebnis. Ich höre auch manchmal noch rein. Kann man ja online sich anhören. Neben Moderieren und Singen schreibst du auch noch. Dein aktuelles Buch heißt Tietjen auf Tour, Bettina Tietjen auf Tour. Und man kann es gewinnen, handsigniert. Dafür eine E-Mail an info@webtalkshow.de mit dem Betreff Camping. Hier sind schöne Bilder drin, ne? Ja, alle von mir, sind alles Privatfotos. Wir fotografieren ja viel, wenn wir unterwegs sind. War das schwierig für dich, so ganz privat mal aufzumachen?
Nee, insofern nicht, als ich schon vorher ein Buch geschrieben hatte über meinen Vater und die Demenz. Der war sehr lange dement und da habe ich mich ganz intensiv mit auseinandergesetzt und habe da auch sehr viel erzählt, sehr viel Privates, weil ich finde, wenn man über so ein Thema schreibt, dann kann man ja nicht so an der Oberfläche bleiben. Da muss man schon auch wirklich was ein bisschen ans Eingemachte gehen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt schreibe ich als nächstes wieder was, was mich selbst betrifft, aber nur lustig. Ich hatte einfach mal Lust, was richtig Unterhaltsames zu machen, weil ich auch gerne lache und auch gemerkt habe, die Leute, mir macht das Spaß, wenn das Publikum lacht. Und deswegen habe ich da gedacht, was könnte ich für ein Thema nehmen, was lustig ist, wo ich mich mit auskenne. Man muss sich ja auskennen mit dem Thema. Und dann kam ich so auf meine Reisetagebücher. Ich habe immer so Camping-Tagebuch geführt, immer so stichwortartig, weil ich immer dachte, Mensch, was man hier so erlebt und was man so sieht. Also Bratwurst, nee. Nachbar nackt. Nee, sowas natürlich. Ja, Nachbar nackt, ja. Also Bratwurst nicht. Also Bratwurst, Nachbar beim Bratwurstgrill nackt. Vielleicht. Nein, also wenn ich skurrile Sachen sehe, dann schreibe ich, habe ich mir die aufgeschrieben, weil ich immer dachte, das sind Sachen, die vergisst man vielleicht später. Und dann habe ich so stichwortartig diese Reisetagebücher geführt und habe dann darin rumgeblättert und dachte mir, das sind so lustige, das ist Stoff für mehrere Bücher. Schön. Und habe dann das dem Verlag erzählt und die waren ganz begeistert, weil die sagten, das ist so ein Trendthema, immer mehr Leute campen. Ja, und so kam das zustande. Und jetzt alle Leute, die dich auf dem Campingplatz sehen, oh nee, nicht die Tietchen, benehmt euch bitte ordentlich, sonst schreibt ihr das wieder auf. Nee, ist überhaupt nicht so, weil ich natürlich mir Mühe gegeben habe, die Leute nicht in die Pfanne zu hauen. Also ich habe das schon so geschrieben, dass es manchmal skurril rüberkommt, aber ich habe jetzt nicht mich total darüber lustig gemacht. Das wäre ja auch unehrlich, weil ich ja nun selber dazugehöre. Und es wäre auch uncool. Und es wäre uncool, genau. Und ich bin ja nun selber Camperin, ich bin Teil der Community, aber ich habe trotzdem so Einblicke gegeben für Leute, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, wie das eigentlich ist zu campen. Und das ist, finde ich, lustig geworden. Und der Witz überhaupt ist, es sollte ja sein für Camper, auch für Leute, die es vielleicht mal ausprobieren wollen oder für Leute, die einfach nur mal sehen wollen, wie Tietje zu Urlaub machen. Ne? Und nach den Lesungen kommen ganz oft Leute zu mir und sagen so, Frau Tietje, also, wir haben ja so gelacht, aber eins müssen wir Ihnen sagen, wir haben noch nie in unserem Leben gecampt und wir sind ganz sicher nach heute, dass wir es auch niemals machen werden. Das war jetzt eigentlich so gar nicht mein Ziel, aber ich erzähle natürlich lustige Geschichten, wo Sachen schiefgegangen sind. Nur lustig oder ist auch was Ernsteres dabei? Also ich glaube, es ist eigentlich nur lustige Geschichten. Ich hab die lustigen Sachen einfach gesammelt, die mir aufgefallen sind. Sollst du jetzt natürlich nicht spoilern, aber was ist so das Schlimmste? Das Schlimmste? Ja. Das mir passiert ist, wenn ich in ganz furchtbaren Situationen erkannt wurde. Ich werde selten erkannt, aber dann ausgerechnet in Momenten, wo man eigentlich überhaupt niemanden, keinen Menschen zu Gesicht bekommen möchte. Du, entschuldigen Sie, sind Sie Frau Tietje neben mir? Ja, das ist mir passiert. Mir ist schon passiert, dass eine Frau mit ihrer Klorolle mir mit meiner Klorolle gefolgt ist und vor meiner Klotür stehen blieb, so lange, bis ich da wieder rauskam. Und ich war relativ lange auf dieser Toilette. Und dann stand sie da und sagte, ich wollte nur sicher gehen, ob Sie es auch wirklich sind. Schön. Das ist natürlich unangenehm. Und da habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, dann bei meinem Mann und so, meinen Kindern. Und mein Sohn war da noch ziemlich klein, der war vielleicht so 5 oder 6. Und der meinte, Mama, das musst du verstehen. Die Frau wollte nur ganz sicher sein. Und das fand ich irgendwie süß, dass er dafür Verständnis hatte. Deine Kinder heute noch beim Camping dabei manchmal? Oder haben die gesagt, wir sind 18, wir sind raus? Nee, ganz und gar nicht. Also die besuchen uns noch ganz gerne. Die campen auch alleine schon gerne. Mein Sohn hat sich gerade unser Wohnmobil wieder ausgeliehen mit seiner Freundin. Ach, und die kommen dann, wenn sie mal Zeit haben, 1-2 Wochen, dann fliegen die hinterher und fahren dann mit dem Zelt dann mit und bringen auch Freunde mit und so. Das ist eigentlich eine ganz, also wir haben da irgendwas richtig gemacht. Sonst würden sie ja sagen, oh Gott, geht uns bloß weg mit dem Campen. Ja, auch generell ein großer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sag mal, wie alt darf man als Moderatorin im deutschen Fernsehen werden? Das weiß ich nicht, aber ich bin 59 und Sie lassen mich noch. Und zwar relativ viel. Ja, so sehr viel. Muss ich mal sagen, habe ich noch vielleicht ein paar Jahre. Das ist ja zum Glück anders geworden. Ja, es ist ein leichter Weg, der gerade gegangen wird. Ja, du kennst Alida Gundlach doch bestimmt, ne? Ich glaube ja. Alida Gundlach ist so eine Talk-Ikone eigentlich beim NDR gewesen. Die hat mit 60 aufgehört. Die hat 18 Jahre die NDR-Talkshow moderiert. Und dann habe ich neulich, war sie bei mir zu Gast, und ich glaube, sie wurde 75. Und dann habe ich gesagt, Alida, Mensch, das ist ja Wahnsinn, 18 Jahre. Da sagte sie mir, weißt du, wie lange du das schon machst? 20! Machst du es schon länger als ich? Und da habe ich einen Schreck bekommen. Das war mir gar nicht so klar, dass ich das so lange schon mache. Was hast du damals gedacht, als Birgit Schrowange ihre echte Haarfarbe gezeigt hat? Steht ihr sehr gut, finde ich. Fantastisch. Sieht super aus. Ja. Sie hat aber auch wirklich so dickes, sehr schön graues Haar. Ja. Also wäre für mich keine Option. Weil ich mag lieber lange Haare. Ich finde, mir stehen lange Haare besser. Also irgendwie finde ich das von Proportionen her schöner. Und lange, so lockige, so ein bisschen zottelige, graue Haare, da komme ich mir vor wie eine Hexe. Also würde ich mir, glaube ich, vorkommen wie eine Hexe. Das möchte ich nicht.
Also färbst du weiter? Ich färbe, genau. Auch auf dem Campingplatz übrigens. Ah, das habe ich gesehen. Es gab irgendwo ein Bild, ja, wie du da sitzt mit einem Pro. Da war ich aber ausnahmsweise beim Campingplatz Friseur. Das habe ich nur ein einziges Mal gemacht, weil danach war mein Kopf zweigeteilt. Oben orange, unten braun. Und das fand ich nicht so schön. Aber ich selber mache das, ich nehme dann immer meine Farbe mit. Ich meine, ich habe ja den Spruch so, ist ja auch so ein Camperspruch, Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Ne? Aber Verwahrlosung bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich mit so einem breiten, grauen Haaransatz rumlaufe. Das finde ich ganz schrecklich. Also habe ich immer meine Farbe dabei und gehe dann mit meiner Farbe und meinen Utensilien, gehe ich dann in so eine Kabine, in ein Sanitärgebäude, pinsel mir die Farbe auf, dann mache ich mir eine Mülltüte auf den Kopf und dann ein Handtuch, um das aussieht wie ein ganz normaler Turban, damit man nicht denkt, die hat sich gerade die Haare gefärbt. Guck mal, was du alles so für Einblicke kriegst in das Campingleben. Darf ich dich fragen, wann du das allererste Mal deine Haare gefärbt hast? Oh, das ist ganz lange her. Ich glaube, ich habe mit Ende 20 schon graue Haare gekriegt. Also hatte ich schon die ersten grauen Ansätze und dann habe ich irgendwann angefangen, erst dunkel zu färben und dann hat sich das so nach und nach verändert. Und hast du kurz Sorge gehabt, dass das so karrieretechnisch schwierig werden könnte? Nee. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Na, weißt du, heute ist ja, darfst du ja um Gottes Willen nicht alt werden. Ach, das finde ich gar nicht so. Ich finde, das hat sich echt geändert. Also wenn man sich so mal umguckt, wie viele Frauen im Fernsehen moderieren, die deutlich über 50 sind. Also da gibt es einige, ne? Ja, zählen wir mal fünf auf. Die Maybrit Illner? Ist die über 50? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls sind sie alle um den Dreh. Ja, Anne genau. Will, Maybrit Illner, Vera Inka Bause, Vera, ja gut, Privatfernsehen gucke ich ja nicht so oft. Aber Inka Bause auch so, erwähnen, ja? Ja, die kenne ich auch. Aber die ist doch etwas jünger. Aber jedenfalls, Inka, die bei uns so. Die war in der DDR schon ein großer Musikstar. Ach, ist die auch schon über 50? Guck mal. Also, ja, man kann gesagt, das so überhaupt nicht mehr. Ja, man kann es nicht auseinanderhalten, weil viele lassen ja auch was machen. Und dann sowieso die gefärbten Haare und dann das Licht und dann die jugendliche Kleidung. Also, das ist alles eins. Irgendwie alles eine Soße. Es ist heute nicht mehr so wichtig, wie alt die Frauen. Ich weiß, Ulrike von der Gröben, Birgit Schrowang, ja, auf jeden Fall beide über 50. Ja. Birgit ist doch schon 60, glaube ich. Ja, ja. Und Ulrike von der Gröben moderiert doch die Nachrichten, den Sport auch schon seit 1992. Da war ich noch Kind, glaube ich. Nein, aber das finde ich eben echt gut, dass das keine Rolle mehr spielt. Die alten Säcke da, die Männer, waren doch immer schon, bis sie tot umgefallen sind im Fernsehen. Also warum sollen Frauen das nicht auch dürfen? Aber sonst, du darfst im Fernsehen, jetzt darfst du altern, du darfst nicht dick werden. Habe ich den Eindruck? Nein, ich bin ja nur auch nicht die Schlankste, das kann man ja nur wirklich nicht sagen. Und ich bin auch, guck mal, ich bin alt und dick und bin trotzdem noch im Fernsehen. Mein Mann hat immer früher zu mir gesagt, du bist die dickste Fernsehmoderatorin westlich des Urals. Und du hast dich nicht scheiden lassen nach diesem schönen Satz, das ist sehr lieb von dir. Nee, ich habe dann versucht abzunehmen, was mir auch eine Weile gelungen ist, aber dann habe ich jährlich wieder ein Kilo zugenommen. Jetzt bin ich wieder auf demselben Stand wie damals, als ich angefangen habe abzunehmen. Findest du das schlimm? Nein. Ja, du bist ja schön schlank, du kannst das so gut reden. Ich kleide mich geschickt. Aber du weißt, niemand ist mit seinem Körper zufrieden. Niemand, egal wie du fragst. Das stimmt, aber ich bin ja leider sitzend. Also ich habe eine sitzende Tätigkeit. Talken ist ja immer im Sitzen. Und dann, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, das rote Sofa, da fährt ja die Kamera immer so rum. Man sieht ja immer, sitzend von der Seite ist das Allerschlimmste, wie ein Mensch überhaupt abgebildet werden kann. Und deswegen ist es einfach sehr unvorteilhaft. Von vorne stehen sieht man immer gut aus. Gab es bei all den Moderationen, die du hattest, bei all den Sachen, die du moderiert hast, ein Format, bei dem du denkst, oh, das hätte ich lieber sein lassen sollen? Sein lassen würde ich nicht sagen, aber es gab viele Dinge, wo ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich das nicht so gut kann. Ich sollte zum Beispiel eine Polit-Talkshow mal machen. Haben sie beim NDR, suchten sie jemanden, der so eine Polit-Talkshow, bisschen witzig und nicht so ganz so verkrampft. Und das habe ich auch versucht, mehrere Formate, und habe da schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Also das ist so, dann musst du 1000 Themen im Kopf haben und musst auch die richtigen Sachfragen, musst die Leute unterbrechen, die unterbrechen sich gegenseitig. Ja. Dann musst du die wieder einfangen und wieder auf den Pfad bringen. Also was so die Ladies machen, Anne Will und Maybrit Illner und so, das finde ich, und Frank Plasberg auch, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Das kann ich anstrengend und das kann ich auch nicht so gut. Magst du investigativen Journalismus? Bei anderen ja, aber ich anderen, selber, ne, bin nicht so ein investigativer Typ, das ist auch so eine Sache. Also da denke ich manchmal, Mensch, du hättest doch mal ein bisschen kritischer fragen können, aber bei mir ist das Problem, dass die Leute mir dann immer so sympathisch sind. Ich lasse mich immer voll auf die Leute ein und suche auch immer das Sympathische. Ich gucke immer, denke mal, da muss doch irgendwas Nettes an diesen Menschen sein, und dann entdecke ich das und dann bringe ich das gar nicht übers Herz, die in die Pfanne zu hauen und dann so richtig fies zu sein. Thaddeus hat dir das vorgeworfen, ne?
Thaddäus hatte ja. er? Ja, das, dass du halt keine kritischen Fragen stellst und all sowas. Ja, und aber so Jörg gedacht, und ich mögen uns ja total. Ja, ja, klar. Ja. Das war ja kein Vorwurf in dem Sinne. Aber er hat ja. gesagt, dass du das eben nicht machst. Ich sehe das genauso. Es ja. gibt Leute, die können sowas wirklich in Perfektion und die können Leute in die Enge treiben, wie auch immer sie wollen. Ich will das gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich finde das auch nicht schön für die Gesprächsatmosphäre. Ja, ich habe ja gerne eine angenehme Atmosphäre. Ja. Die Leute sollen sich ja öffnen. Die sollen ja Dinge erzählen, mir erzählen, die sie vielleicht so noch nicht 100 Mal erzählt haben. Und wenn ich denen ständig ans Bein pinkel, warum sollten die sich mir gegenüber dann öffnen? Ne? Du warst bei Pastewka dabei, ne? Ja, ja. Was stimmt, hast du da gemacht? Dabei. Och, da habe ich, glaube ich, einfach nur mich gespielt. Ich habe einfach mich auf dem roten Sofa gespielt. Das hat er sich gewünscht. Ja. Und das war sehr nett. Großartig. Pastewka ist ja zum... Also ich, den liebe ich ja. Ja, der ist so auch. Witzig. So ein netter Mensch. Ja. War der auch schon hier? Leider nicht. Kommt bestimmt noch. Ja, gehe ich von aus. Jetzt, nachdem du hier warst, sind da alle Möglichkeiten. Da muss ich hin, denkt er dann. Gibst du dir selber so ein Ablaufdatum für deine Tätigkeit vor der Kamera oder sagst du, meinetwegen mache ich die Betty White? Das beschäftigt dich aber, ne? Das, wie lange ich wohl noch vor der Kamera bin. Möchtest Nö. Du meinen Platz vielleicht einnehmen? Ja, aber nein. ich gehe davon aus, dass du Nein sagen wirst. Nein, ich setze mir überhaupt nicht so ein Ziel, sondern ich gehe immer nach dem Bauchgefühl. Wenn ich merke, es wird mir zu viel oder ich muss jetzt da ein bisschen mal zurückgehen, ein bisschen langsamer treten, wie man das auch immer nennt, dann werde ich das machen. Ich nehme mir immer ganz lange Auszeiten und wenn ich spüre, es wird stressig, ist vielleicht was vielleicht mit dem Alter auch zu tun haben kann, dann werde ich das reduzieren, ganz klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so wie Dagmar Berghoff, die hat, glaube ich, mal gesagt, kennst du die überhaupt noch, Dagmar Berghoff? Ja, klar. Die hat, glaube ich, mal gesagt, ich höre mit 60 auf jeden Fall auf und hat das dann auch knallhart durchgezogen. Hm. So was würde ich jetzt nicht machen. Ich würde nicht sagen, dann und dann höre ich auf. Das kann ja sein, dass ich dann und dann auf einmal total Lust habe, noch was zu machen. Also würde ich das jetzt nicht so theoretisch vorher schon festlegen. Wäre schlimm. Stell dir mal vor, dann sagen sie, Bettina, wir haben genau das richtige Format für dich. Oder jemanden, der 40 Jahre jünger ist an deiner Seite für die Talkshow. Natürlich erst, wenn du noch 20 weitere Jahre das Ganze moderierst. Nee, bitte nicht 40 Jahre jünger als ich. Das möchte ich nicht. Das ist auch anstrengend. Ich mache alles, was so anstrengend ist, nicht mehr so gern. Ich möchte ganz entspannt vor der Kamera sitzen und ein bisschen mit Leuten reden und meinen Spaß haben und nicht so immer noch mit Leuten mich damit auseinandersetzen, dass andere eben noch so eine Profilneurose haben oder so. Da habe ich keine Lust zu. Du hast mit dem großartigen Alexander Bommes viele Jahre jetzt zusammen moderiert. Ja, also einer von vielen. Also ja, aber er ist ja großartig. Ja, er ist total nett. Einer meiner absoluten Lieblingsmoderatoren im deutschen Fernsehen. Ich mag ihn auch sehr. War der schon hier? Nein. Kann ich noch sagen, soll mal kommen? Ja, sehr gerne. Wir suchen eigentlich Termine, aber wenn es von dir kommt, jetzt nachdem du hier warst, weißt du, jetzt kommen sie alle und wir reden nur noch über dich. Dass du Leute, die du herbringst, da bist du dann nur noch Top-Thema. Ich finde es bei ihm so abgefahren, weil er tatsächlich ja überhaupt nicht aus dem Moderationsbereich kommt. Handballer war er ja. Genau, aber er macht ja das mit dem Journalismus schon jetzt sehr lange. Genau. Hat ja Volontariat gemacht. Ja, ja, klar, volles Programm. Mhm. Aber wenn du überlegst, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du kamst ja auch eher aus einer Richtung, die schon grob so war. Genau, ich habe bei mir genauso studiert. Und er hat halt Handball gemacht. Aber so ein Talent, auch bei Gefragt, Gejagt, wie die Leute, das ist fantastisch. Deswegen, als ich damals gehört habe, dass ihr beide das jetzt zusammen macht, habe ich gedacht, das ist ja eine traumhafte Kombo. Ja, aber es ist eben was anderes, eine Quizshow zu machen und Sportshow zu machen und eine Talkshow zu moderieren. Klar. Das sind schon zwei Welten. Und da würde ich fast, also ich mag Alex sehr und es hat auch gut funktioniert, aber ich würde fast sagen, dass gerade genau der Leistungssport, diese Haltung, die man dadurch hat, wenn man das sehr lange gemacht hat, manchmal einem entspannten Gespräch ein bisschen im Weg steht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja, ne? Klar. Weil man sehr auf Leistung aus ist und das ist auch gut, so ein Ehrgeiz und so. Ne? Aber manchmal hindert einen das, glaube ich, daran, einfach mal sich zu entspannen und zu sagen, mal gucken, was so kommt, was so passiert. Ne? Also das ist, also habe ich so beobachtet. Ne? Also das hat was mit dem zu tun, was man glaubt, wo man hin möchte. Und wenn man so ein Ziel im Blick hat, dann guckt man nicht so drauf, was so am links und rechts der Weg noch ist. Jetzt ist Jörg Pilawa an deiner Seite, ein Talk-Urgestein, der schon in den 90ern bei Sat.1 seine eigene Talkshow hatte. Aber ich fand auch, muss ich sagen, jedes Mal meinen Partner sehr gut. Also ich habe ja nur einfach Eva, Jared, Eckart, Alex, jetzt Jörg. Also ich war vorher, fünf. Ja genau, vorher. Nee, ich finde, die sind alle anders, jeder ist ein anderer Typ und ich freue mich sehr auf den Jörg. Wir kennen uns schon ganz lange und haben auch schon in vielen Sendungen miteinander zu tun gehabt. Und ich glaube, dass der zum Beispiel einen gewissen Grad der Entspannung erreicht hat, weil der auch schon unendlich viele Sendungen das gemacht hat. Ne, der ist Mitte 50, der ist, hat auch nicht mehr so dieses Gefühl, glaube ich, wer weiß, wo noch hin zu müssen. Und er ist auch schon gescheitert. Und er ist, genau, das ist nämlich ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn man schon mal gescheitert ist mit irgendwas, dann hat man, weiß man, wie das ist und hat da nicht mehr so eine Angst davor, glaube ich. Glaube ich auch.
Bettina, ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Vielen Dank, dass du da warst. Oh, schon vorbei, schade. Ja, ne? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt, ihr habt die beste Woche eures Lebens vor euch. Bis zum nächsten Mal. Also, ich bin eigentlich viel zu uneitel, zu dick und mittlerweile auch zu alt fürs Fernsehen. Ich habe noch nie was mit meinem Gesicht machen lassen. Ich bin eigentlich völlig ungeeignet und ich finde es erstaunlich, dass ich mich trotzdem seit fast 30 Jahren vor der Kamera halte. Und es soll auch so bleiben.